Lettland beseitigt Spuren der Vergangenheit. Hier wird ein sowjetisches Siegesdenkmal in der Hauptstadt Riga abgerissen, unter Jubel. Auf Weisung der Behörden wird das knapp 80 Meter hohe Monument mit Sowjetstern an der Spitze zum Einsturz gebracht. Dies ist ein wichtiger Tag für Lettland. Endlich können wir uns von der Vergangenheit befreien und nach vorne blicken. Grund für das Spektakel: Das weithin sichtbare Monument wird 1985 zum 40. Jahrestag des sowjetischen Sieges im Zweiten Weltkrieg über Hitler-Deutschland errichtet. Damals ist Lettland unfreiwillig Teil der Sowjetunion. Seit 1991 hat Lettland seine Unabhängigkeit wiedererlangt, ist Mitglied der NATO und der Europäischen Union. Nach Kontroversen hat Lettland einen klaren Parlamentsbeschluss verabschiedet. Alle Objekte, die totalitäre Regime verherrlichen, müssen bis zum 15. November demontiert werden. So auch das riesige sowjetische Siegesdenkmal. Das Gebiet wird weiträumig abgesperrt. Nach stundenlangen Arbeiten fällt dann die riesige Betonsäule mit einem großen Knall zu Boden. Zurück bleibt der Staub der Geschichte.